Suprani, herzlich willkommen zum Interview. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wie geht's dir denn als allererstes Mal? Ja, hallo Lea. Also auch herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Mir geht's super, vielen Dank. Das freut mich wirklich sehr. Wir wollen ja heute mal über deine bisherige Reise zur Hochpreisklosserin sprechen in der Ausbildung. Und ich würde sagen, wir fangen mal ganz am Anfang an. Was hast du denn beruflich gemacht, bevor du dich dazu entschieden hast, dich nochmal weiterzuentwickeln? Beziehungsweise, was machst du denn aktuell noch? Also aktuell ist eigentlich auch ein gelernter Beruf. Gestartet habe ich mit Sana als Helferin, ja. Heutzutage nennt man das ja zahnmedizinische Fachangestellte. Genau. Und Ah, verstanden. richtig, da bin ich dann auch immer noch heute tätig, weil der Beruf an sich ist sehr interessant, weil man kommt täglich ja mit verschiedenen Menschengruppen zusammen. Ne? Da lernt man ja auch ganz, ganz viel in den Umgang mit Menschen allgemein. Ja? Man muss ja auch mit Kollegen und Chef auf erster Linie klarkommen, aber auch die Patienten, die ängstlich sind. Die Kinder auch teilweise, genau, weil zwischendurch habe ich auch in der Kieferorthopädie gearbeitet. Also das ist auch Oh, ähnlich schön. mit Zahnarzt, aber auch mit Zahnspange und ja, mit Jugendlichen. Es ist sehr interessantes Berufsbild an sich, genau. Ja, und meine Das Erfahrung im glaube ich. Umgang mit Patienten, meine Kommunikationsfähigkeit. Ja, es bleibt ja nicht aus, dass man auch Organisationsfähigkeit auch mitbringen muss, ne, Terminvergabe. Und die Patienten organisieren und überhaupt den Ablauf in der Praxismanagement und so weiter. Ja, deshalb habe ich mich denn das so entschieden. Denn das habe ich schon von Haus aus mitgebracht. Kommunikation, Freundlichkeit. Warum denn auch nicht als Kloserin, ja, diese Stärke Ja. ausbauen? Von daher. Ja, das würde mich jetzt tatsächlich interessieren, weil das ist ja schon ein ordentlicher Kontrast vom fachlichen zu deinem bisherigen Job. Wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, ich möchte Hochpreisklosserin werden, ich möchte die Ausbildung machen? Ah ja, also ich meine, Beruf an sich schon gut, aber man soll sich immer grundsätzlich auch persönlich weiterentwickeln, ja. Und für mich ist das super wichtig, ja, in der Persönlichkeitsentwicklung. Das hat mich persönlich interessiert, Psychologie und die Menschen allgemein, ne? Deswegen, ich habe auch eine Ausbildung zum systemischen Hypnotherapie gemacht tatsächlich und Wow. versuche ja auch mein Business aufzubauen dadurch. Auch Bücher, zwei habe ich geschrieben. Ja, über positive Psychologie. Also ich beschäftige mich neben meinem Job persönlich, um mich weiterzuentwickeln und persönliche Wachstum Super. zu streben, genau. Und deshalb, man bleibt ja gar nicht aus. Verschiedene Coaches kommen dann halt im Blickfeld. Ja, und ich kann sagen, Bodo Schäfer ist absolut, der ist Finanzpapst für mich. Den kann ich rauf und runter anhören. Für mich Sehr war es schön. so, diese zwei Welten, ja, also Spiritualität und dann das Reichtum, das, ne, also Geld. Es hat bei mir ja zwei Welten. Und Bodo Schäfer hat das für mich vereint, ja, Verstanden, eine Art und sagt, du verstanden. kannst gut sein, du kannst super Menschen helfen, aber du kannst auch super reich sein. Und das hat mich so dermaßen abgeholt, wie ich gesagt habe, ja Mensch, da hat er recht. Stark, stark. Ja, ich sehe schon, du bist fleißig dabei, dich weiterzubilden. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Magst du mich noch mal ganz kurz mitnehmen, wann du jetzt genau bei uns in der Ausbildung gestartet bist? Oh ja, ich weiß ganz genau, 10. März. Super, okay. Das heißt, du bist ja auch wirklich flott durchgekommen bisher. Was konntest du dir denn jetzt in der Ausbildung bisher mitnehmen? Also, was waren die 2 bis 3 größten Learnings? Was ist dir besonders im Kopf geblieben? Ja, also ich habe ja verschiedene Coachings schon gemacht in meinem Leben, ne? Aber bis jetzt habe ich das super gefallen bei euch, diese klare Aussage. Das wird nicht heißen Brei geredet und das wird gesagt. Nicht, was du hören willst, sondern was du hören solltest. Ja, Das hört und sich damit furchtbar auch. an. Naja, Aber du hast schon recht. ich liebe Klartext, ja, und das wird hier mega Klartext gesprochen, super. Und überhaupt Freut mich. Professionalität, wie das Coaching aufgebaut ist, ja, es ist sehr übersichtlich, aber auch wirklich strukturiert. Also, es ist so ähnlich wie Malen nach Zahlen, ja, du kannst gar nicht verfehlen. Wenn du Schön. fleißig dabei bist, kommt ein perfektes Bild raus. Das kann ich schon an dieser Stelle sagen. Ja, und dann auch diese Live-Calls in den Roleplay reinzugehen, weil was nützt dir Theorie, ja? Was nützt dir nur Bücher zu lesen? Wichtig ist, dass du in der Umsetzung kommst und du wirst hier ganz arg konfrontiert. Ne? Ob du willst oder nicht, ja, musst du in der Umsetzung kommen. Und hier wird auch wirklich sehr gut ja, angeschubst auf liebevolle Art und Weise, dass du wirklich in Gänge kommst.
um das zu erreichen, aber auch mit Spaß und mit Ehrgeiz, ja. Und ich habe die ersten 3 Wochen habe ich verschlungen, die ganzen Videos. Stark. Bitte mehr von. So Suchtgefahr ist auch dahinter. Und es ist das erste Coaching, wo ich gesagt habe, ey, das bringt mir mega, nicht nur was theoretisch anbelangt, aber hier wirst du auch wirklich sehr, sehr schnell in der Umsetzung reingeschmissen. Super. Was konntest du dir denn jetzt persönlich mitnehmen? Also ist dir bei einem bestimmten Thema nochmal ein Licht aufgegangen? Hast du gesagt, den und den Skill nimmst du mit? Oder was war denn für dich jetzt so bisher der größte Aha-Moment? Ja, dass es wirklich unheimlich drauf ankommt, die richtige Mindsets zu haben, ja. Geld-Mindset und Verkaufs-Mindset. Das ist ja weit verstreut, verschiedene Meinungen. Und wichtig ist auch, du musst drauf schauen, mit wem du in Kontakt kommst, mit wem du über solche Sachen redest. Da ich auch so sehr viel in meinem Leben, weil ich bin ja gebürtige Thailänderin, nicht in Deutschland geboren, auch ganz andere Erziehung dahinter, ja. Aber für mich ist es wichtig, Mindset zu haben, weil Geld ist nichts anderes als Energie, wenn man das spirituell sich betrachtet. Und Energie wiederum, wenn du Geld verdienst und finanziell frei bist, dann produziert positive Energie. Und dadurch diese positive Energie, willst du noch mehr, dass du mehr Geld verdienst. Spannende Sichtweise, spannende Sichtweise. Bin ich aber bei dir, ja? Und Schön. das ist so ein ewiger Kreislauf. Und ich denke, wenn du reich bist, also Geld ist auch wie eine Lupe. Auf gut Deutsch, ein Arsch wird ein größerer Arsch mit Ach, Geld. jetzt verstehe ich, was du meinst. Also so Geld bringt den inneren Charakter hervor. Genau, ja, von wegen hier, Ja, du hast ja. einen Charakter. Nein, Geld verstärkt. Wenn du ein guter Mensch bist, mit viel Geld, dann kannst du vieles Gutes tun. Stark. Sehr, sehr, sehr stark, was du dir da mitgenommen hast. Und jetzt geht es ja, so wenn ich das richtig verstanden habe, bei dir langsam in die Bewerbungsphase. Hast du dir denn da schon Gedanken gemacht, welche Nischen, welche Branchen besonders spannend werden für dich oder wo es beruflich hingehen soll? Also das ist mega. Das ist auch der Punkt, wo ich hier auch großes Lob aussprechen muss. Das ist das erste Coaching, wo diese Möglichkeit geboten wird. Ja, weit und breit auf dem Markt. Du lernst irgendwas. Du buchst den Coaching. Fein. Du hast diese Fähigkeit erlangt. Ja, was machst du denn damit? Ja. Und hier hast du ein Stellenangebot und ich kann mich gar nicht entscheiden vor lauter Begeisterung. Ich habe das so. Ich dachte, oh, das ist cool. Das ist mega. Da kann ich mir auch vorstellen. Für mich, ich habe das erstmal, um vernünftige Antwort hier zu geben, ist für mich Richtung Sales. Ja? Fähigkeit zu Also direkt im Vertrieb. verkaufen, das Hochpreis-Closing, Persönlichkeitsentwicklung, Verkaufspsychologie ganz stark bei mir. Meine Leidenschaft für das Verkaufen und Psychologie gepaart, ne? Hier, Matthias Nickerhoff, glaube ich, genau. Da will ich mich auf alle Fälle mit bewerben. Ja, und allgemein Business aufbauen. Dating, Digitalisierung ist auch mega für mich. Super, okay. Das heißt, du bist wirklich breit aufgestellt. Du hast ja wirklich ein großes Interessengebiet, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Das sind immer gute Voraussetzungen. Und jetzt gibt es ja an der Stelle mit Sicherheit auch viele Leute, die sich unser Interview anschauen, die noch nicht so weit sind wie du, die sich noch nicht für die Ausbildung entschieden haben, sondern die sich vielleicht aktuell überlegen, Hochpreis-Closing, könnte das auch was für mich sein, ja oder nein? Basierend auf deinen Erfahrungen, was möchtest du denn diesen Leuten, die die Überlegungen jetzt aktuell haben, mitgeben? Also ich kann jedem empfehlen, ja, ist genauso wie ich zu so tun. Und zwar älteste Fähigkeit der Welt. Das stimmt. Das hat mich gecasht, ne? Mit diesem Claim. Und da war ich Älteste so Fähigkeit der Welt, neugierig. ganz, ganz kurz, ist verkaufen, ne? Das Genau, meinst du damit, ja. verkaufen, genau an sich, ja. Von der Pike aus zu erlernen, ja. Und am idealsten natürlich hier bei Gul'dan Akademie kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen, die Ausbildung zu machen und dann auch Karriere als Hochpreis-Closer zu starten. Und es ist auch die Chance und Gelegenheit, ja, Verkaufstalent zu zeigen und aus dir herauszukommen, ja, aus der Komfortzone überhaupt. Und dann positive Nebenwirkung ist ja, dass du dein Einkommen drastisch steigern kannst. Und dich mega weiterentwickeln und natürlich selbst zu verwirklichen und etwas Großartiges aufzubauen. Nicht nur für sich selber, sondern auch für seine Familie, für seine Liebsten. Ja, Sehr, sehr, ihm sehr schön. als Vorbildfunktion auch voranzugehen. Ja. Weil ich habe 3 Kinder, also 2 Söhne und eine Tochter. Und die möchte ich sehr, sehr gerne in diese Richtung, dass man auch das graue System hinter sich lassen kann. Nicht gegen das System, das muss ja auch funktionieren.
Aber eben das viel mehr, diese Chance, diese Möglichkeit. Genau. Dass du Und für dich selber und für deine Familie quasi mehr rausholst. auf alle Fälle kann ich Ihnen sehr Das wärmsten empfehlen, mein Tellerrand aus. sind doch schöne Ziele. Gibt es denn auch Personen, wo du sagst, für die ist die Ausbildung vielleicht nicht geeignet? Ja, Menschen, die in der Opferrolle gefangen sind, ja, und die immer auf andere zeigen, sagen, ja, nee, ich kann nichts dafür und der ist schuld, die ist schuld, das System ist schuld. Ja, dann für diese Menschen ist das Mindset nicht geeignet oder die wollen ja auch gar nicht. Die fühlen sich wohl in ihrer Rolle. Dann tut es mir leid, aber nie ist so spät, ja, weil irgendwann fängt man da auch an. Ich sag mal, wenn das brenzlig genug ist, dann bewegt man sein Hintern. Wenn das einfach so gut geht, dann, ne, aber irgendwann kommt man in den Punkt, wo man gesagt hat, ja, jetzt soll jetzt wirklich schleunig was passieren. Und ich sehe das ja auch darum, nochmal ins Verkauf zurückzukommen. Verkaufen ist nicht anderes als ein exzellenter Berater. Ja, du berätst Menschen und diese Tätigkeit hier, was ich bei euch gelernt habe, ist, Win-Win-Win-Situation. Der, der sich einträgt, gewinnt schon mal die Erkenntnis, ja, und er hat eine Lösung. Und der Closer gewinnt auch in der gutes Geld, aber der berät derjenige, damit dir die Lösung angeboten wird. Und den Betrieb, eben, ja, diese Firma, der Coach, der gewinnt ja auch Neukunden. Und so ist das auch wieder ein Kreislauf, wo funktionieren. Deswegen gewinnen alle. Und das finde ich toll. Ja, absolut. So sollte das am Ende sein. Sobrani, vielen, vielen, vielen Dank für deine offenen Worte und ja, für deine Erzählungen. Ich drücke dir alle Daumen, die ich habe, dass das genauso für dich wahr wird und würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns in ein paar Wochen, Monaten, je nachdem, wie lange es dauert, bis du angekommen bist, wo du hin willst, wenn wir uns da einfach nochmal hören und ja, drüber sprechen, in welcher Nische, in welchem Unternehmen du jetzt angekommen bist. Bis Sehr, sehr dahin, gerne. toi, 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 viel Vielen Erfolg Dank. weiterhin. Alles klar, Lea, schönen Tag auch. Tschüss. Dankeschön, tschüssi.